Es geht weiter bei den Quests der Diebesgilde jetzt. Wir sind wieder bei Skriver im Haus und wir sprechen jetzt erstmal wieder mit ihr. Die ehrwürdige Katze ehrt mich. Hieronymus Lex muss ein für allemal ausgeschaltet werden. Der Graufuchs bittet euch, dies persönlich in die Hand zu nehmen. Es ist eine äußerst aparte Situation. Gräfin Umbranox von Anvil ist auf der Suche nach einem neuen Wachhauptmann. Der Legionskommandeur der kaiserlichen Wache hat ihr eine Liste mit Kandidaten gesendet. Der Graufuchs wünscht, dass diese Liste durch eine andere ersetzt wird, die Hieronymus Lex aufs Wärmste empfiehlt. Von Anvil aus kann er der Gilde nur wenig schaden. Der Brief befindet sich derzeit im Schreibtisch der Statthalterin Dairi Hill. Sie hat gegenüber Fürstin Umbranox behauptet, der Brief sei noch nicht eingetroffen. Wir sind Diebe, keine Mörder! Mord ist die Domäne der dunklen Bruderschaft. Aus mir unerfindlichen Gründen hat der Graufuchs entschlossen, die Familie der Umbranox unter seinen Schutz zu nehmen. Insbesondere Gräfin Umbranox. Lex ist zwar ein Problem für die Gilde, aber gleichzeitig machen ihn seine unerschütterliche Loyalität und Entschlossenheit zum perfekten Beschützer der Gräfin Umbranox. Allerdings müsst ihr selbst einen Fälscher finden. In Bravil ist mir keiner bekannt. Begebt euch mit dem gefälschten Brief in die Schreibstube des Legionskommandanten im Gefängnis der Kaiserstadt und versiegelt den Brief mit dem Siegel des Kommandanten. Dairi Hill ist nicht vertrauenswürdig. Ihr müsst den Brief Gräfin Umbranox persönlich überbringen. Akzeptiert ihr diesen Auftrag? Gut so. Vergesst nicht, bei dieser Mission geht es um Unauffälligkeit, nicht ums Blutvergießen. Eure Bezahlung wird höher als sonst ausfallen, um die Kosten der Fälschung auszugleichen. Schatten verbirgt den Jäger. Also unser erster Schritt wird jetzt sein, wir müssen direkt nach Anvil zur Seestadt oder Hafenstadt da an der Küste, an der Goldküste. Und da müssen wir jetzt erstmal den Brief klauen. Was wir jetzt auch machen können, ist noch... Moment. Ah so, das sind nur die. Okay. Also wie gesagt, es geht direkt nach Anvil zum Haupttor. Und wenn wir in Anvil angekommen sind, werden wir sofort mit den Bettlern erstmal sprechen, ob die uns da irgendwelche Hinweise geben können. Der erste sitzt quasi schon wieder hier direkt am Eingang. Wer hilft? Meine Kenners werden euch für eure Hilfe dankbar sein. Wenn ich ehrlich sein soll, ich könnte euch nicht zu einem einzigen besonderen Raum im Schloss den Weg weisen. Aber jeder in der Burg könnte das tun. Aber ich kann euch für lau mitteilen, dass es in der Burg viele Geheimnisse gibt. Es gibt versteckte Wege, geheime Bewohner. Sucht den Schmied. Möge Anu euch segnen. Nun gut, also das hat uns schon mal erstmal weitergeholfen. Nur jemand in der Burg kann uns helfen. Und er hat uns auch direkt an einen Schmied verwiesen, zu dem werden wir jetzt direkt gehen. Da ist der Prophet, zu dem kommen wir wirklich erst sehr spät in den Quests. Wir wollen jetzt erstmal die Diebesgilde weiter abschließen. Hallo. Mal gucken, ich glaube, ich habe keinen Unsichtbarkeitstrank mehr. Nee. Chamäleon, das ist, ja. Man wird trotzdem sehr oft entdeckt, wenn man diese Fähigkeit oder diesen Trank nimmt.
Wie geht's? Ihr müsst die Katze sein, auf die ich warten sollte. Folgt mir! Ich denke, das war schon unser Schmied. Er wollte wahrscheinlich gerade schlafen gehen. Wie ist das Wertebefinden? Wie ich sehe, arbeitet ihr für den Graufuchs. Ihr sucht wohl nach der Haushälterin, was? Ihre Kammer befindet sich in den Privatgemächern. Doch sie hält sich dort nur selten auf. Ihr findet sie morgens im Audienzsaal. Abends pflegt sie von 8 bis Mitternacht mit der Gräfin zu dinieren. Schatten mögen euch verbergen. Wie spät es ist. Wir haben jetzt 8.20 Uhr. Das heißt, die müsste tatsächlich beim Essen mit der Gräfin sein. Wir werden hier jetzt einige Male wahrscheinlich zwischenspeichern, damit wir dann nicht immer diesen ganzen Weg zurückmachen müssen, wenn man mal gefasst wird. Ah, nur 4 Dietrich, ja, da muss ich schon aufpassen immer. Dass mir da nicht der ein oder andere abbricht. Sonst wird's auch da ein bisschen dünner. Das ist noch ein Keller. Gut, das ist jetzt ein sicherer Speicherpunkt. Nicht mehr viele, 3 Stück. War nämlich ein Wächter, aber das hat wirklich sehr gut funktioniert jetzt. Hat auch alles von der Zeit gepasst. Unser nächster Weg führt uns ebenfalls wieder zu den Bettlern. Guten Abend. Die werden uns gleich den nächsten Tipp geben, wen wir aufzusuchen haben. Ich spare, um Medizin kaufen zu können. Vielleicht weiß ich einen. Wie wär's mit ein paar Münzen? Das ist genug. Sucht nach einem Mann, den alle Fremder nennen. Er lebt in Anvil in der Nähe der Magiergilde. Er ist des Morgens meist unterwegs, also empfiehlt er sich, für einen Besuch auf den Nachmittag oder Abend zu warten. Na gut, aber nur, weil ihr mir sympathisch seid.
sucht nach einem Mann, den alle Fremder nennen. Er lebt hier in Anvil, wenn ihr von der Kapelle von Dibella aus weiter die Straße entlang geht. Möge der Schatten euch segnen. Dann haben wir da quasi schon mal die Auskunft. Das ist nämlich dieses alte verlassene Haus da hinten. Was wollt ihr? Kennen wir uns? Alle wollen etwas über den Graufuchs hören. Graufuchs hier, Graufuchs da. Er ist nur ein Mensch, kein Daedra-Fürst. Habe ich alles schon gehört. Es wird behauptet, er wäre unsterblich, weil er die Diebesgilde seit 300 Jahren anführt. Niemand hat je sein Gesicht gesehen, da er stets die graue Kutte trägt. Ach, und wo wir gerade von der grauen Kutte sprechen, wusstet ihr, dass er sie nocturnal höchst selbst gestohlen hat? Man könnte glauben, er wäre Sankt Nereva, wenn man das Gerede hört. Ich bin der Fremde. Das ist alles, was ihr wissen müsst. Das und das mit mir nicht zu spaßen ist. Ich habe jetzt keine Zeit, Tratsch über die Gilde auszutauschen. Ja, das ist möglich. Ich kann ihn so ändern, dass er insbesondere Lex empfiehlt. Ich brauche einen ganzen Tag, um diesen Brief anständig zu fälschen. Dann könnt ihr wiederkommen. Natürlich erwarte ich dann auch schon die vollständige Bezahlung. Gut. Jetzt warten wir genau hier 24 Stunden, damit er uns direkt den gefälschten Brief geben kann. Es sei denn, ihr wollt in der Zwischenzeit auch noch irgendwelche anderen Quests erledigen. Ihr stört mich. Habt ihr meine Bezahlung? Hier ist die neue Kandidatenliste. Hieronymus Lex wird aufs Wärmste empfohlen. So. Jetzt haben wir natürlich noch ein Problem. Es muss das Siegel aus der Kaiserstadt drauf. Und es befindet sich da hinten im Gefängnisbezirk. Wir werden direkt zur Kaiserstadt reisen. Auch hier werden wir jetzt einmal speichern, weil das ist schon nicht so einfach da, ungesehen durchzukommen. Gut, jetzt haben wir es geschafft und es ist auch gerade rechtzeitig, weil der Typ nämlich da reingegangen ist. Als nächstes geht unsere Reise ebenfalls wieder nach Avil und zwar direkt diesmal zum Schloss. Wie fahren wir jetzt? Ah, da müssen wir noch ein bisschen warten jetzt. 5 Stunden, bis die Gräfin in der Halle ist, denn den Brief sollen wir ihr direkt übergeben.
Der hier kommt noch ein bisschen bekannt vor, ne, der Fremde. Ich bin Milona Umbranox, Gräfin von Anvil. Ich hoffe, es gefällt euch bei uns. Ich hoffe auch, ihr werdet uns keinen Grund geben, unsere Gastfreundschaft Fremden gegenüber zu bereuen. Ihr lernt Anvil am besten kennen, indem ihr durch seine Straßen geht und mit den Menschen sprecht. Am liebsten bin ich bei Sonnenuntergang am Hafen, wenn die Sonne im Westen über dem Meer steht. Kann sein, dass Andel Indaris seine Frau umgebracht hat. Kann aber auch sein, dass es ein Unfall war. Ich bezweifle, dass wir das je herausfinden. Habt ihr die Empfehlung der kaiserlichen Wache für meinen neuen Wachhauptmann? Normalerweise werden solche Nachrichten von meiner Verwalterin Dairi Hill entgegengenommen. Lasst mich mal sehen. Hieronymus Lex scheint die beste Wahl zu sein. Eigentlich wollte ich die Stelle an Dairi Hills Vetter vergeben. Ich habe die Bestallungsurkunde dazu schon hier liegen. Ich werde den Namen eintragen und ihr könnt sie dann Hauptmann Lex überbringen. Habt Dank, Kurier. Meine Verwalterin wird euch eine Belohnung auszahlen. Ihr seid entlassen. Ich bin Dairi Hill, Majordomus von Burg Anvil. In Anvil laufen die Dinge anders. Und der Unterschied zeigt sich daran, dass die Leute sich wohlfühlen und Vertrauen haben. Der Gräfin gebührt die ganze Anerkennung. Ich mache zwar wirklich alles so, wie ich will, aber sie gewährt mir die erforderliche Befugnis und Unterstützung. Sie möchte, dass ich euch ein Trinkgeld gebe. Als wäre es nicht schon unverfroren genug. Ihr habt meinem Vetter die Aussicht auf eine Anstellung genommen. Nehmt euer Geld und geht mir aus den Augen. Das werdet ihr bereuen. Tja, auch wenn die jetzt ein bisschen sauer ist, ist das eigentlich nicht mehr unser Problem. Wir müssen jetzt zum Baumgartenbezirk, um mal mit dem Hieronymus Lex zu sprechen. Ich höre euch zu, Bürger. Ist er unterwegs? Wo ist er jetzt? Dann reisen wir mal direkt ins Hafenviertel. Dann brauchen wir nicht durch die ganzen Türen da laufen. Jeder braucht den Rappenkurier. Da steht er schon. Ihr kommt. Ja? Man hat mich auf einen neuen Posten versetzt. Das ist ja unerhört. Dahinter steckt der Graufuchs, da bin ich mir sicher. Aber Pflicht und Ehre verlangen, dass ich diesem Befehl hier nachkomme. So hat er nach all diesen Jahren doch endlich gewonnen. Vielleicht hat das Schicksal ja ein Einsehen und sendet ihn mir nach Anvil. Ich breche sofort nach Anvil auf. So, da haben wir auch Hieronymus Lex abgeschlossen. Und es geht jetzt wieder auf nach Bravil, um mit Skriva zu sprechen. Spätabends. Wie geht es euch? Müssen wir da warten bis zum nächsten Morgen. Ja, müssen wir. Können wir einfach mal hier schön ein Bettchen nehmen. Ich sehe, ihr folgt ebenfalls dem... Gilgondorin, im Silberheim am Meer gibt es Betten und Essen. Was braucht ihr? Ich habe eine Kammer, so ist es. Und eine schöne Kammer noch dazu. Für nur 10 Goldstücke gehört sie euch für die Nacht. Wohlan, nur die Treppe hinauf im ersten Stock. Die letzte Tür rechts vor der Stiege. Beehrt uns bald wieder. Wiedersehen. Ja? Wie ist das Wertebefinden? Ja,
Jetzt am nächsten Tag können wir dann mit Skriva sprechen, um diese Quest abzuschließen. Hallo. Habt Mitleid mit einem alten Kriegsveteran. Ich mach wahrscheinlich erst mal ein bisschen später auf. Warten wir hier nochmal 3 Stunden. Hallo, gar nicht zu Hause? Oder wo treibt die sich rum? Ah, jetzt ist die da hinten in dem in der einsamen Freier Unterkunft. Wie geht es euch? Da steht's. Die ehrwürdige Katze ehrt mich. Sehr gut, Jäger. Hieronymus Lex ist der Diebesgilde nun kein Dorn mehr im Auge. Der Graufuchs ist dankbar. Hiermit werdet ihr zum Schattenläufer befördert. Dies bedeutet, dass ihr Orin von Schloss Anvil als Hehler benutzen könnt. Stadtschwimmer macht ihrem Namen alle Ehre. Ich habe sie oft in den Kanälen gesehen. Schatten verbirgt gut, den bevor Jäger. Wir den nächsten Quest annehmen. Ich hoffe, euch hat dieser Quest auch sehr viel gezeigt. Und das ist die schnellste Durchführung. Hier sehen wir jetzt noch, wie man... Oder, dass ich schon Waren im Wert von 600 Goldstücken verkauft habe. Dass wir quasi... Oder dass uns dazu befugt... den nächsten Auftrag direkt wieder anzunehmen. Aber wie gesagt, das kommt im nächsten Part und dabei viel Spaß.